Hallo und herzlich willkommen zurück in Disaster zu einer neuen Folge Fallout 4, wo wir gerade im Automation DLC ein bisschen rumwerkeln. Und deswegen sind wir jetzt hier nach Sanctuary zurückgegangen, um diese Robot Workbench zu bauen, mit der wir Ada ein bisschen modifizieren müssen. Das machen wir allerdings ein bisschen später, denn es gibt noch ein paar andere Sachen, um die ich mich kümmern möchte. Und deswegen habe ich jetzt hier schon mal einen ganzen Haufen Zeug gekocht. Das ist so viel, dass ich sogar ein Level-Up davon bekommen habe und noch was extra. Guck mal, das ist echt krass. Jetzt kommt's. Hier, 45 Nuka-Lurks. Ich hatte irgendwie 90 Nuka-Lurk-Meat wegen den ganzen Nuka-Lurks, die wir in Nuka-World geplättet haben. Und ich habe kein einziges davon irgendwie mal verbraten, im wahrsten Sinne des Wortes. Und deswegen habe ich jetzt Unmengen an Zeug hier, dass ich jetzt noch irgendwie lagern muss und so weiter. Und ich habe außerdem ein bisschen Vegetable Stark gemacht. Das muss ich jetzt auch noch einlösen, fällt mir gerade ein. Denn das gibt Adhesive und das werde ich jetzt brauchen. Ich bin ziemlich sicher, dass ich das brauchen werde. Hoffentlich vertue ich mich jetzt nicht voll damit, weil eigentlich wollte ich das für was anderes aufwenden als für Ada. Wenn ich dann Adhesive brauche, wäre das ein Problem. Denn ich will mir erstmal das, diesen 1 Volt 88 Jumpsuit angucken, den wir bekommen haben, als wir die Vault-Tec Workshop Questline da abgeschlossen haben. Und weil das Ding wird wahrscheinlich viel besser als mein stinknormaler Jumpsuit, wenn man den ausschieben kann und so weiter. Das werden wir jetzt aber noch sehen. So, jetzt muss ich erstmal ganz viel Essen hier reinlegen. Da ist jetzt wirklich einiges zusammengekommen. 40 Gator Claw Steaks, ja, wieso denn auch nicht? 45 Great Nuka-Lurk, Queen Nuka-Lurk, Red Roaches, ist wirklich alles Mögliche. Echt mega krass. So, wir sollen das alles essen. Kann ich Dog zum Fraß vorwerfen? Kriegt Dogmeat, hahaha. Ne, der kriegt viel besseres Zeug hier, so geile Red Scorpion Steaks und so. Ja, oder hier Ribeye Steaks, 16 Stück, da hätte ich jetzt auch Bock drauf. Nicht auf 16, die könnte ich niemals essen, aber so ein paar, ist schon geil. Oder hier so ein paar lecker Rippchen. Ich glaube, ich nehme jetzt noch ein bisschen was mit, so zum Heilen, vielleicht ein bisschen Bloatfly. Gibt ja noch extra Red Resistance, ist nicht schlecht. Irgendwer, man muss ja das Zeug auch mal essen, ne? Ich habe das eigentlich gerne so dabei. Gerade im Early Games ist es ganz gut, wenn man nicht so viele Stimpacks hat, weil man einfach Unmengen Zeug zum Essen mitnimmt. Natürlich nicht zu viel, sonst wird man zu schwer, wie man gerade bei mir gesehen hat. Aber wenigstens so ein bisschen, um ein paar Stimpacks zu sparen. Oder gar halt komplett aufs Essen zurückzugreifen, wenn man gerade keine hat. So. Und damit können wir jetzt zur Armor Workbench gehen und mal schauen, was wir mit dem Ding hier anstellen können. Ja, Shielded Lining geht auch. Das geht bis 2,27, 30. Das ist besser als meins. Das ist genau das, was ich will. Nur mein Adhesive ist dann komplett weg. Das ist schade. Und ich brauche ich das jetzt nicht. Aber worth. Leider geil. Denn tatsächlich ist mir aufgefallen, dass meine Power Arm ja auch noch gar nicht komplett aufgemotzt ist. Da sind noch ein paar Mark 5 Teile dabei und das geht bis Mark 6. Aber mir fehlt da tatsächlich das Adhesive dafür. Ich müsste irgendwie mal gucken, dass ich ein bisschen Adhesive sammle. Vielleicht kann ich das gerade mal markieren. Das wäre ganz gut. So, gehen wir einfach hier rein. Ach, das ist schon markiert, okay. Ja, stimmt, das ist, weil ich jetzt den ganzen Wonder Group und so nicht mitgenommen habe. Ich Idiot. Da hätte ich früher wissen müssen. Naja, ich meine, deswegen habe ich sie mir extra markiert. Ich bin einfach nicht los, fertig. Naja, jetzt haben wir den Salat jedenfalls. Aber jetzt ziehen wir uns erstmal um. So. Gucken uns das Ding mal an, ob es jetzt irgendwie anders aussieht. Sollte ja eigentlich nicht der Fall sein. Die anderen kann ich dummerweise nicht sehen, wegen dem ganzen Sims-Armor-Gedöns hier. Ja. Wir haben fast eine komplette Sims-Armor, nur leider fehlt hier dieses, die linke Schulter. Oh, und natürlich die Legs, aber da sind diese Lederteile oder so, was jetzt auch immer genau ist, irgendwelche Metallteile oder so, die sind da einfach irgendwie besser. Ich habe bisher noch keine so guten Sims-Sachen gefunden, wenn es überhaupt welche gibt, ich bin mir gar nicht sicher, ob es welche gibt. So, die Frage ist jetzt, wo machen wir dieses Roboter-Dingens eigentlich hin? Am besten wäre er eigentlich draußen, ne?
Kann ich das Ding jetzt eigentlich. Ach nee, da oben ist ja auch dieser Wandschrank, dann ist es sowieso doof. Machen wir es doch mal hier hin, dann ist es auch schön überdacht. Das ist gar nicht hier, das ist jetzt ganz vorne. Bei Special. Special. Und da ist diese unsichtbare Robot Workbench. Cool. Ah, da ist ja. So. Na, hier ist die Decke irgendwie dann zu niedrig. Nee, das ist irgendwie scheiße, wenn das da so unter der Decke hängt. Ich denke mal, hier drin ist es nicht anders. Ja. Vielleicht kann ich es da hinten in dem Haus machen. In dem hier auf der rechten Seite. Da habe ich jetzt auch mal, da habe ich jetzt angefangen, so Power Armors zu sammeln. Ne? Hier. Das ist auch meine Quantum Power Armor. Hier könnte es vielleicht ganz gut hinpassen. Aber es ist immer noch so riesig. Ich will halt nicht, dass es irgendwie so halb in der Decke verschwindet. Das ist irgendwie scheiße. Ja, dann baust du erstmal da hinten auf dem freien Platz. Vielleicht bauen wir da dann noch was drum rum, aber naja. Wahrscheinlich nicht. Aber möglich wäre es. Baust du einfach mal mitten hier rein. So, puff. Kann man ja noch verschieben, ne? So, Ada. Bist du bereit? Hey. Ey, Ada. Ey. Ada. Joke. Time to operate. Just be certain you don't disconnect anything essential while you're rummaging through my circuitry. Once I'm in the robot workbench, just install the radar beacon and I'll do the rest. You get monitored on. Ada, schau noch mal in den Spiegel. Schau noch mal in den Spiegel, du wirst dich nicht mehr wiedererkennen. Ich werde jetzt so umbauen, wenn das geht. Du wirst dich nicht mehr erkennen. Hoffe einfach, dass er keine Dessel braucht. Selectboard. Ah, da. Special Mods. For the new one. Okay. Was haben wir denn für Special Mods? Den Radar Beacon. Requires absolutely nothing. That's fine. Jetzt haben wir hier also. Ach, man kann auch Carry Weight und so weiter einsehen. Das ist cool. So, was haben wir denn hier noch so? Assortion Head oder ein Head Factory. Aha. Und ich brauche tatsächlich Odessus dafür. Das ist scheiße. Das ist natürlich der absolut beste. Der absolut am beschissens aussehendste. Selber. Man kann auch mit dem Kopf wegmachen, wie geil. Galactron Spaceset. Increased Damage and Energy Resistance at Spaceport Pain. Oder ein Protection Head geht auch. Der irgendwie nicht anders aussieht, aber das ist wahrscheinlich dieses dumme Ding da im Weg. Das ist bestimmt hier dieser Head Factory Armor. Ich will jetzt halt auch nicht wegmachen, um das anzugucken, weil ich dann das Ding vielleicht neu bauen müsste und ja, das wird mein, da hab ich dann die Resources nicht mehr, das ist ein bisschen doof. Short Engagement ist nicht so aggressiv. Also, irgendwie hört sich das Ding ziemlich scheiße an. Was kann das hier? Medium Engagement Distance, Reduced Accuracy. Also, der Galaction Space hat das eigentlich mit Abstand der beste. So, was haben wir hier für Torsos? Protection Torso. Standard. Da brauchen wir keine Adresse für. Nice. Aber der ist nicht so gut wie der Assaultion Torso. Mr. Handy. Superior Movement Speed. So, Assaultion Torso mit Improved Health. Okay. Nukatron. LOL. Wie geil! Wie geil! Das ist aber ein Nuka World DLC, oder? Oder? Muss ja eigentlich. Better Health improves Damage and Energy Resistance, removes Pain, Voice and Torso Mist Mods. Das ist schade. So, und dann haben wir noch Robo Brain. Better Health, okay. Aber, ja.
Sojin ist da doch irgendwie am besten. Lucatron wäre tatsächlich noch besser, weil noch mehr HP, noch bessere Defenses, aber weniger Carry Weight. Plus, ja, dann ist Ada irgendwie nicht mehr Ada. So, bitte kein Ada, so fuck. Tripping, Voltaic, Hydraulic. Also hier ist dann doch schon immer irgendwie das Niedrigste ist das Beste bei den ganzen Armors. Und braucht am meisten Adhesive, das ist klar. Was gibt's denn hier so für Mist-Torso-Mods? Hacking-Tool-Module. That's Hacking Subroutine. Nein! Lockpick gibt's natürlich auch. Und gibt's Perception noch nearby Allies? Okay. Das ist für den Assault schon ganz gut, weil die haben ja so eine absolut schlechte Reichweite. Und da brauchen wir jetzt auch einen neuen Perk für Robotics Expert. Jetzt weiß ich nicht, ob man den extra irgendwie leveln muss. Oder ob man genau wie bei der, wie bei dem, war das jetzt, beim Raider-Dingens, ob man das einfach durch die Quest bekommt. So, Tracks Targets. Deals Radiation Damage to nearby Enemies. Das kann natürlich auch backfiren, wenn du da irgendwie in, durch Diamond City läufst und du und dein Roboter verstreut irgendwie die ganze Belegschaft da. Nicht so geil. Du kriegst Stealth auch nearby Allies. Cool. Aber er selbst hat keinen Stealth. Ja, aber ich nehme mal an, ne? Es ist Street in Stealth Field. So, und dann gibt es das Ganze noch mit Tesla Coils. Resistance Field. Das ist cool. Nice Support. Nice. Regeneration Field. Oh, das ist nice. Das ist cool. Also, gibt ein paar richtig geile Mods. So. Protection Arm. Reduce Melee Damage, okay. Aber mehr Carrying Quest. Oh, wow. Einiges mehr. 50. Satte 50. Nuka Mascot Left Arm. Kann auch viel mehr schleppen. Vielleicht genau der gleiche. Und nur, dass er diesen Melee Damage nicht reduced. Das ist ganz cool. Und ja, Assault ist eigentlich genau das Gegenteil. Aber wir lassen Ada erstmal Ada sein. Ich würde zwar hier die Armor updaten, damit sie ganzer ist, aber solange ich keine Adhesive habe, macht das natürlich wenig Sinn. LOL! What the fuck is this? I don't know what it is, but this is awesome! Increased Melee Damage, alles klar, warum geht er... Achso, weil er so eine Handclaw hat. Weil sie so eine Handclaw hat, deswegen. Hä? Aber... Achso, das ist eine Protection. Achso. Sie hat eine Assortion. Gibt's hier noch so einen Baiten? So ein Weißgrip. Okay. Aber das hier ist echt geil, ey. Das ist echt voll cool. Left Hand Flamer. Okay. Protection Left Hand Laser. Standard. Left Hand Stun Mod. Left Hand Hook. Arr! Change to Disarm. Das ist nett. Gegen Melees. Das ist echt nett. Und Skull Mace. Okay. Left Hand Shock. Left Hand Aches. Das hat alles immer noch weniger Schaden als die blöde Klaue. Das ist krass. Dann Left Hand Laser. Cryonet. Cryojet, achso, ich dachte gerade Cryonet, okay. Cryogenic Spray, also Flammenwerfer, nur mit Kälte. Such a Left Hand Automatic Laser, oh yeah. Blue Space Laser, okay. Spacebot Paint, okay. Und da gibt's noch einen roten. Einen Hammer, okay. Dann diese ultra krasse Left Hand Claw. Left Construction Claw, die ist noch krasser. Left Hand Drill, wow. Badass, würde ich sagen. Ein Saw Blade, ach du Scheiße. Da bräuchte man aber Blacksmith für, was ich natürlich nicht habe. Left Shock Claw, cool. Nail Gun, nailed it. Dann nochmal ein Automatic Laser, Scattered Laser. Sniper Laser, Stealth Blade, Handwürden. Ist das einfach eine riesen Rasierklinge? Alter, 100 Damage, what the fuck? Wow. Shish Kebab! Beste Waffe ever. Beste Waffe ever. Man müsste eigentlich mal so ein Fallout Ninja Bild machen mit dem Shish Kebab als Hauptwaffe. Es ist ein Katana, es brennt,
It's Vi before Ninja. Du wirst kein Ninja sein, denn das Feuer wird dich verraten, aber egal. Du bist dafür der most baddest Ninja ever. So, Death and Lightning Gun. Okay. Das kann zwischen Gegnern hin und her springen, das ist ja cool. Also steht da eigentlich, ich könnte das bauen, wenn ich das Adressus dafür nicht habe. Verstehe ich nicht. Nuka Cherry Launcher. Vice Explosive Nuka Cherry Projectiles. Cool. Das ist lustig. So, Quantum Launcher. Nuka Cola Quantum Projectiles. Also, solange ich dir keine Quantum geben muss, die es verballern kann, ist das ja okay, ne? Boah, das sind die mal jetzt auch richtig schade. Alter, 167. Alter Schwede. Unstable Laser Gatling, ja, natürlich. They break when used. Explosive Minigun. Nicht immer das gleiche. Aber die können dann kaputt gehen. Das ist schade, dass wir die Dinger nicht behalten können. Kommt vielleicht noch. So, und natürlich gibt es dann auch noch so Armor dafür. Aber seltsamerweise nur eine. So, rechte Hand ist natürlich genau das gleiche. Können wir da vielleicht eine bessere Schusswaffe geben? Ist das wirklich? Die nicht. Ich muss jetzt erstmal gucken, was wir überhaupt bauen kann. Hier sind auch Maschinenlaser vielleicht. Oder Blue Space Laser. Wo ist da? Macht das überhaupt einen Unterschied? Außer dass das Ding automatisch ist. Aber ich meine, ist das vom DPS her gleich oder mache ich dann mit dem automatischen Laser mehr Schaden, weil ich häufiger schieße, aber die Waffen die gleiche Stärke haben? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Writing Automatic Laser, den könnten wir bauen. Und das würde dann auch natürlich mehr Schaden machen. Und wir bauen einfach einen Nuka Cherry Launcher, denn why the fuck not? Dann hat sie aber keine Energiewaffe mehr. Das ist mir aber so egal, alter fucking Nuka Cherry Launcher. Oh yeah. Wehe, du brauchst jetzt. Du verbrauchst jetzt Nuka Cherries. Ich bring dich sowas von um. Cool, es gibt sogar eine Righthead Nuka. Alter, wie geil. Ist das nicht cool? Das ist voll cool. Alter. Nice. Ada. This is fucking amazing. You look fucking amazing. Fucking great. So, protect your next. Man könnte auch hier so ein Thruster. Dann ist das Flying Ada. Nuka Mascot Lag. Hey, die würden sogar noch gehen, oder? Das ist zwar eine sehr viel größere Schuhgröße, aber egal. Well, hey, die sind noch nice. Macht keinen so großen Unterschied. Ist doch nice. Dann gibt es Space Sentry Legs. Ach du Scheiße. Okay. Dann ist es Exterminator Ada. Sowas in der Richtung. Weißt du was? Ich jetzt mal hier mit dem Mascot Lag. So, und man kann dann auch noch. Oh wow. This is ugly as hell. Total verrostet und so. So, Aqua Paint, Black Paint, Blue Paint. Das finde ich tatsächlich irgendwie besser. Ground Paint, da, irgendwie sieht das nicht aus. Da kann ich auch No Paint machen, das sieht irgendwie genauso aus. Dark Blue Paint, okay. Dark Gray Paint, Dark Green Paint. Oh, Light Blue. Vanilla, okay. Light Green. Orange Paint. Okay. Ja, das ist lila. Sorry, aber das ist einfach nur lila. Aber ja, im Englischen gibt es kein Lila, da gibt es ein Pink, deswegen steht da Pink. Wo setzen sie auch Magenta mit? Das ist doch egal. Rot, Weiß, Rot und Wies und Gelb. Aber da Ada mal mit Blau angefangen hat, ich würde sagen, wir lassen es einfach Blau. So. Ja, ja. Ah, nice, das Lock hat sich selber verteidigt, das ist gut. Was ist denn da? Ach so, lol, Backpack. Ist das dieser Beacon oder ist das jetzt so, weil sie mein Zeug schleppt? Hey. Yes, sir. Ich will jetzt mal traden machen, und um zu gucken, sie hat absolut gar nichts, okay. Ein Nachteil an Robotern ist natürlich, man kann den nicht zum Anziehen geben oder so. Man kann ihnen keinen dämlichen Hut geben, damit sie total bescheuert aussehen. Das ist schade. Aber dafür kann man sie ja dann umbauen und so weiter. Das ist ja,
Also sie selbst sind ja praktisch auch gleichzeitig ihre Rüstung und ihre Waffen und so weiter. Was nett daran ist, sie benutzen dann auch nicht die Sachen von einem, wenn man jetzt eine Waffe gibt oder so. Die verballern nicht deine Munition, wenn du ihnen welche gibst. Wobei das tun Companions sowieso nicht. Aber sie benutzen halt nicht, du musst nicht irgendwie Angst haben, dass dein Companion auf einmal eine Granate wirft oder so. Und dann eine Granaten verwirft, die du eigentlich für was ganz anderes brauchtest. Hey. I'd be happy to help if I can. A moment. The modification was successful. Das ist gut. New hardware has been detected and software is updating. And installation complete. Analyzing mechanist hardware. Hast du im Commonwealth überhaupt Internet? How the fuck does this work? But I can't determine the source. Das ist schlecht. Do you think the mechanist knows we're tampering with the beacon? I've already added failsafes to ensure my location is secure. And prevent any unintended commands the signal may issue. Ah, schlaue Ada. Wie gesagt, schlaue KI. One of that will help us determine the signal's source. Okay. It's a good start at least. Absolutely. With some additional assistance, I should be able to decrypt the signal and locate the mechanist. Kann ich den Cosworth auch umbauen? Okay, na dann. Finally, we have an advantage. Perhaps, but it isn't quite that simple. Hab ich mir gedacht. Hallo Cosworth. If you can bring me two additional beacons, they should provide the keys and algorithms that I need to enhance my decryption routines. Und ja, okay, das sind die Dialogoptionen, das ist gut. Looks like it's Robo Brain season. At least until our mission is complete. I'm uploading das ist wie aus so einem schlechten Actionfilm. Look like it's Robo Brain season. These robots tend to travel in groups, so you're likely so heißt wahrscheinlich auch der Film, Robo Brain season. Okay, und hier Thread. Oh wow, meine Framerate ist so voll, war total für den Arsch. Das lag an diesem Quest-Complete-Dingens. So, weiter geht's mit Headhunting. Und Spoilers, das ist bereits die vorletzte Quest. Und ehrlich gesagt, wollte ich mit Automatron das ganze Let's Play dann auch abschließen, denn dann bin ich durch alle DLC und die Hauptmission, die Hauptstory ist schon seit langem um. Und ja, ich denke, ich habe ultra viel gezeigt und so. Und mit diesem DLC habe ich dann wirklich jedes einzelne DLC gezeigt und so. Und ich denke, dann haben wir wirklich, also dann habe ich echt so scheiße viel Fallout gespielt, dass das reicht für Jahre. Also wenn ich jetzt mich hinsetzen würde von Staffel 1 nochmal alles gucken würde. Wow, das wäre einiges. Okay. I've been tinkering with this laser musket. Okay. I made a few custom modifications to it. Wie lange wartet der schon darauf, mir das zu sagen? Take it for a test drive. Okay, danke Sturges. Danke. Tactical automatic laser musket. I probably never use this, but thanks anyway. Maybe you can trick out my hot rod next. Oh man, I wish. I was born a couple of centuries too late, I guess. Yeah. Wait to get out of this goddamn heat. Ja, wo ist dein Sonnenschirm, deine Kappe, Kate? Wo bist du überhaupt schon wieder rum? Also echt, ey. Der Bot sich auch nicht mit dir zu beschweren. So, jedenfalls werden wir dann wohl in der nächsten Folge Robo Brains jagen. Mal gucken, wo die so sind. Irgendwo im Nichts. Wird sich ja anbieten, zu Sunshine Tidings zu gehen. War ich auch schon lange nicht mehr. Und ja. Mit der letzten Quest, also das ist dann. Ich nehme mal an, da wir jetzt. Ich dachte jetzt eigentlich, das mit dem Mechanismus wird in einer Folge, also in einer Quest abgehakt und man hat den dann gefunden und da kommt dann noch irgendwas, keine Ahnung, man kann sich entscheiden, so, das ist gar nicht so ein Arschloch, ich helfe dem jetzt oder so. Jo. Was geht ab? Okay. Und ja, ist aber irgendwie nicht der Fall. Also nehme ich mal an, die letzte Quest ist den Mechanist töten oder, was weiß ich, ihn mal leben lassen, ihn zu seinem Sklaven machen oder so. Dass er eine riesen Roboterarmee für die, für die Minutemen baut oder so. Und ja, das wäre dann tatsächlich das Ende des Let's Plays. Das wollte ich nur schon mal so ankündigen und so weiter. Und
wie es dann weitergeht, keine Ahnung. Fallout 5, weiß ich nicht. Das nur mal so als Update, damit ihr wisst, wie das Ganze hier so steht. Und ich würde sagen, bevor wir jetzt die Folge beenden, gucke ich mal noch, ob wir nicht noch ein Level abmachen können. Ich habe ja noch eins bekommen, weil ich so dermaßen viel Essen gemacht habe. Und ich würde sagen, das geht an Critical Banker Nummer 2. Uff, easy. So, und damit verabschiede ich mich dann an dieser Stelle. Und in der nächsten Folge latschen wir dann darunter und suchen nach ein paar Robo-Brains. Bis zum nächsten Mal.